Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Ja, wir haben ja endlich mal ein Dorf gefunden hier. Hier wäre wahrscheinlich wieder eine Anlage. Das waren ja die Windkraftwerke. Ja, gehen wir mal hier hin. So. Da ist auch schon wieder eine Karre. Er ist wie ein echter Superheld. Wo könnt ihr denn... Oder ist das die wahre Nachricht hier hinten? Irgendwo? Wir können damit nichts anfangen, Rico. Ja, das habe auch nicht ich reingeschoben, ganz ehrlich. Ah, den. Okay, den nehme ich gerne. Erstmal da unten noch abstellen. Durch den Wald, das ist eine gute Idee. Ja, geht grad. Ja, komm, ich räume euch den Müll auf hier. Ist doch nicht. Also. Randsteine können ja die Karre verzerren. Die wiegt ja auch nichts, ist ja klar. Oh ja, jetzt rollt Stria Joya. Jetzt rollt sie okay, noch hinten runter. Wir können diesen Wagen ab jetzt überall hinliefern. So, da haben wir gerade mal unser Wagensortiment ein bisschen aufgefrischt. Das war gut, denn diese Karren kommen auch am öftersten vor wahrscheinlich hier. Vor allem Schiffe sind da. Gut, da hast du immer wieder ein. Sorry. Der Bus wäre wahrscheinlich auch etwas. Aber ja, jetzt reicht es erst mal. Und sonst mache ich das mal offline. Hier, das ist auch noch nicht gesammelt, ja. Mal schnell ums Dorf herum, denn da findest du ja fast alle. Aber es stört eben schon, dass es die ganze Zeit anzeigt. Du weißt nicht, ist es jetzt ein Rebellenschrein? Was ist denn da hinten? Kistenlieferung. Ja. Gut, wo ist denn das? Dann gehen wir halt dahin. Es gibt ja auch immer was Gutes eigentlich daraus. Die Karre haben wir ja. Aber wieso kommt es erst jetzt und nicht vorher schon? Oh ja. Shit. Ich wäre so schön rangekommen. Diese Vorräte müssen unbedingt verteilt werden. Aber wir haben keinen Fahrer. Kannst du das machen, Rico? Sicher, ja. Macht endlich die Straße frei. Also was bist du für einer da? Aber... Ja, was soll ich denn... Soll ich einfach einen Wagen klauen oder was? Hey, 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 das ist mein Auto! Und jetzt, wie kann ich das einladen hier? Also, was bitte Unterstützung! Tun? Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Ach so, ja, ich weiß wie. So natürlich. Anders geht's ja nicht. Ja, da habe ich natürlich die beste Karre ausgesucht. Also die bestmögliche war das. So geht die Kiste auf jeden Fall nicht kaputt, ist ja klar. Kann sie auch noch ein bisschen ranziehen, alle so. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Die wäre auch geil gewesen da. So, jetzt muss ich aber... Da hat uns wieder einer entdeckt. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Hab jetzt keine Zeit, euch zu ärgern. Also... Denn ich muss jetzt diese Kiste abliefern. Hätte ich den nicht überfahren, das Klauen des Fahrzeugs, das war scheißegal. Oh, es brennt, es sollte raus. So. V. Und dann da. So. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Bisschen näher und jetzt gehört der Wagen mir, danke. Der ist nämlich viel besser als der andere. Bisschen massiver.
Da rum, komm schon. So. Da noch ein bisschen Verkehr provozieren. Oh, da ist wieder ein Grenzposten. Da werde ich sicher nicht angegriffen. Nein. Die Kiste muss abgeliefert werden. Das ist das Wichtigste. So. Wie weit geht denn das noch? Oh, jetzt muss ich wieder synchronisieren. Oh, Mann. Mach doch mal. Ach, ist das eine Scheiße teilweise. Weil, dann bist du voll im Spiel, willst schnell was schauen. Wo müssen wir denn hin? Steht nicht mal. Ja, keine Ahnung. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Ja, jetzt sehe ich es nicht mal mehr. Es kann doch nicht sein. Hallo? Ja, wo soll ich denn das jetzt abliefern? Ich kann ja da schon weiterfahren, aber... Es packt auch noch rum. Die Schrift ist schon ganz verzerrt. Hätte ich wohl besser nicht das Menü geöffnet. Also ich fahre jetzt hier mal weiter, mal schauen, wo wir... Da kommt ein Buggy. Schauen, wo wir hinkommen. Und weg bin ich. Die Kiste finden wir sowieso nie. So, wir sind wieder auf zum nächsten Werk. Ganz einfach. Da geht's nämlich weiter dann. So. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Mal ein anderes Feld als nur Sonnenblumen und Dings, Sonnenblumen. Und noch diese blauen da. Ah, Trauben sind das, glaube ich, zu viel. Kommen, Jungs. Weitermachen. Ja, ganz klar, er ist entkommen. Er kann auch bestens fahren. Ganz klar. Also wie die... wie die Achse rumpackt. Ah, so haben wir das wieder. Also mit dem Haken kannst du eigentlich jedes Problem lösen. Das ist schon fast so. Bin ich sogar für einmal noch auf dem Weg gewesen. So. Gut, mit dem geht das sowieso. So, was kommt denn da? Ist das ein Dorf oder ist das... Sieht wie Dorf aus, nicht wie eine Festung. Ich glaube, ich habe da das Polizeipräsidium gesehen. Mal schauen. Burg Oletto. Ah, aber es hat noch viele Teile auch noch so drin. Okay. Ich wollte schon lange mal was austesten. Oh shit. Zwar geht das so da. Oh, schade, hat nicht ganz gereicht. Aber gleich stürzt die Statue, oder? Nicht? Kommt den Hut. Ist mal interessant, die von so nahe zu sehen. Aha. Ha! Was hast du da unten? So. Okay, es geht los. Also den mache ich gerade mal platt da. Oh. Kein Wasser mehr, da freut ihr euch sicher. Ganz klar. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Ja, ich bin schon entkommen, das kann es nicht sein. So, Plakat. Es hat noch alle zwei. In Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Er hatte keine Chance.
Treibstofftank hat's auch noch erwischt jetzt. Oh, eine Tankstelle. Er darf nicht entkommen. Kopfschaut. Ah, keine Munition mehr. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Oh, hier hinten ist ja auch was Schönes. So, den hat's erledigt. Ja, da erwischt's wieder alles. Ich mache wahrscheinlich die Türsteuerung. So. Bevor der schießen kann. Oh. Die Rebellen kommen und siegen. Wie immer. Alter, wer kommt denn da noch raus? Ich greife von der. Ich bin getroffen. So, das hat's auch gerade erwischt. Das war. Unterstützung ist unterwegs. Also ich liebe ja langsam die Granaten hier. Je länger, je mehr. So. Da drüben sind noch Waffen dann. So. Ui, den habe ich auch noch nicht gesammelt. Nein. Also aber so ein Verlust, dass ich den noch nicht habe. So. Frag dich, Miststück. Gut, das war die erfolgreichste Truppe hier. So, ich muss noch was verwüsten hier. Was gibt's denn hier noch? Hat's noch eine Antenne irgendwo? Ein Helikopter ist hier irgendwo. Ah, da. Komm mit, so. Weil er ist leider schon ein bisschen getroffen. Wir können den aber trotzdem noch nutzen, um hier etwas zu zerstören. Was haben wir denn hier noch? Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Die Statue lehnt da nur so an. Da drüben ist da. Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. So, getroffen. Da drüben. Bis der mich angreift, habe ich das Wichtige schon erledigt. So. Kontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Den hat es nicht erwischt, dann halt jetzt. So. Da drüben ist sicherlich noch ein Plakat, ja genau. Hä? Was war jetzt das? So. Und los geht's. Also wie die alle Angst haben hier. Nur nicht ins Schussfeld rennen, dann passiert ja gar nichts. So, was brauchen wir noch? Noch ein Sprecher und ein Plakat. Unterstützung ist unterwegs zu euch. Ich tippe mal so auf da hinten. Ich weiß es aber nicht. Ah ja, da ist er. Man kennt ja das Game doch irgendwann mal. Man weiß, wo solche Sachen versteckt sein können. So. Der geht mir auf den Sack da. So. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn so schnell es geht. Wo hat's denn noch so einen netten Lautsprecher? Keine Munition mehr. Oh ja, die Waffen wollte ich auch einsammeln. Ziel ist auf der Flucht. Könnte ich ja gerade noch machen. So. Die Tankstelle ist auch abgeräumt. Das war der Hochflieg-Dings. Ah, da drüben. Alles okay. Dann muss es ja was da sein, irgendwo. Ja, da sehe ich. Ah, der ist mal anders scharf gestellt. Okay. Nicht so wie eben. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Alter, wie oft muss ich hier noch kreisen? So. Okay, das war wieder. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Fail. So, und da hissen wir die Flagge.
Ha, ha, ha. Die Garage ist offen. Metropolenflug. 2 von 6 Ansiedlungen. Gehört jetzt wieder dem Volk. Genau. So, der war's nicht. Der da. Mann, ist das cool. Ah, der da. Alles für die Revolution. Genau. Kannst du mir auch was verdanken? Oh, der lenkt sich wieder wie eine Katastrophe. Hier ist die Garage. Okay. Großartige Neuigkeiten. Bergoletto ist. Autostrade 9. Ein Wagen vergesslich, Freunde. Jede befreite Stadt verringert den schädlichen Einfluss der DRM. Kämpft weiter. Natürlich kämpfen wir weiter. Ach, sicher die Karre hier oder was? Alter, wer will denn so eine? Fährt die überhaupt noch hier? So. So, das haben wir auch gut. Okay, wir können diesen Wagen alle überall hinliefern. Dich, den nehme ich jetzt gerade mit. Oh Gott, viel Spaß damit, Rico. Und wir gehen hier. Oh nee, wir gehen nicht dahin. Aber irgendwo muss doch da noch was sein. Es kann ja nicht sein, dass es so leer ist. Ja, oder doch, wahrscheinlich schon. Ja, wo gehen wir dann hin? Hm. Dann gehen wir mal hier oben hin. Mit dem schnellen Auto sollte das ja nicht so schwer sein. Und wir haben ja auch wieder 2 gesammelt. Das ist ja auch gut. Oh, nicht, dass der schon geschrottet ist. Der wird sich sowieso noch schrotten, denke ich mal. Aber der geht immer noch nicht kaputt. Immer noch hält er durch. Okay. Mit 130 den Berg. Alter, was ist das? Was ist das für eine. Was war das für eine Straße da? Oh ja, das Auto ist noch top. Das ist noch top. Das hält ja durch. Das Panzer geschützt. So, hier ist auf jeden Fall nichts. Hier fährt er natürlich nicht so schnell wie auf der Straße. Achtung! Tankstelle. So, zum Glück muss man ja die Fahrzeuge hier nicht tanken. Sonst würde ich nämlich die Benzintanks nicht zerstören, sondern einfach mein Fahrzeug tanken, ganz einfach. Den Bus haben wir ja. Temposünde, ah, mehr als 180. Okay. Oh, da würde ich sagen, Eisenbahnsprint startet. Ja, was nehmen wir denn jetzt da? Jetzt ist die Auswahl so groß langsam. Vor allem von den klassischen, aber die braucht man ja nicht. Fehlt nur noch eines. Weimarer. Moderne Sportwagen. Hm, welcher ist der? Der Mugello ist dort. Man sollte eben die vergleichen können. Also Sportwagen hat sau viele. Da kann ich nicht den nehmen, den ich habe. Na komm, den Mugello. Es wird sowieso was schief gehen, also von dem her. Das ist der, okay. Eins von 30, okay, das wird ein Weichen dauern. Oh, ja, driften könnte ich auch. So, dann hier hoch. Da oben wird es wahrscheinlich kritisch. Ah, geht.
Ah, das ist ja geil hier. Geile Strecke hier. Und die Musik macht nur schon die Aufregung pur. Wow, wie wir abheben. Wenn es da rumgegangen wäre, ah, ich wäre verloren gewesen. Zum Glück nicht. Zum Glück geht es geradeaus hier. Schon die Hälfte geschafft. Es wird schon noch irgendwo schief gehen. Ich weiß es jetzt schon. Ja, wieso sage ich es denn noch? Wieso sage ich es denn noch? Weil ich es weiß. Ja, wir kommen ja. Okay. Es kann nur noch drei geben. Zahnräder. Aber das ist ja auch wieder mal... Oh, die ist noch auf. Jetzt kommt da noch der Zug, oder wie? Von hinten und von vorne. Ah, also den Sound liebe ich einfach so. Es sind nur noch... Es sind nur noch drei jetzt gleich. Ja, da kommt er tatsächlich. Wieder mit Kampfjets und allem drauf. Ja, es gibt knappe zwei. Nee, es gibt nicht mal zwei. Maximal Signale 1. Das machen wir nochmals. Nochmal. Hallo? Ach shit, sorry. Ja, okay. Stunts vom Profi. Kommt das Auto? Perfekter Parkplatz. Wo sehen wir denn jetzt? Rockablau. Hier ist sicher was. Ja, da ist definitiv was. Da fährt wieder ein Zug durch. Okay, ich habe es natürlich wieder versagt. Also ja, eine. Ich bin damit nicht zufrieden. Da ist Bavarium im Berg, oder? So, das ist Cava Geminos Süd. Ein Groß... Was sage ich da? Großbagger. Ach so. Okay, leider muss ich euch auf die Folter spannen. Komm, ich gehe noch ein bisschen höher. Dass man dann vielleicht noch was sieht. Das. Alter, der Bagger. Geil. Da wird Bavarium abgebaut. Man sieht sie auch in den Wänden. Geiler Bagger. Wird natürlich bewacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Tschüss.